habe ich die Quest eigentlich schon. Ansonsten, nee, habe ich noch nicht. Naja, muss ich auch direkt dort machen. Willkommen zurück zu CrossCourt, Kapitel 93. Das nächste Mal haben wir... komische Musik hier. Für den Untergrund die Handelsroute für ihr Heilmittel wiederhergestellt. Wie seid ihr so hochgesprungen? Naja. Und jetzt habe ich wie üblich das Problem, dass ich nicht kapiere, wie ich an die goldene Kiste reinkomme. Obwohl, hier ist es überall so weit oben. Ich weiß es nicht. Da bin ich eigentlich auch schon bei Übungswahn dran gescheitert. Guck mal nochmal runter, bevor wir hier oben mal gescheit weitermachen. Ich kann zwar hier schön überall drauf springen, wenn ich mich nicht zu doof anstelle. Aber das hier... okay, ich kann über den Zaun, gut. Ah, Rätsel gelöst. Ja, mit der Küste. Ein Zittermotor. Was ist ein Zittermotor? Ein mechanisches Gerät ohne Antrieb. Rattert, wenn man es schüttelt. Okay. Lauter komische Sachen und ich weiß nie so richtig, wofür man die eigentlich braucht. Ach, was soll's. Brumm, brumm, brumm. Hier kann man sich durcharbeiten, um eine weitere Pflanze zu analysieren. Forst des Geistes mit dem Geiststein. Ja, wir werden den gesamten Handschuh noch irgendwann zusammenkriegen. Hehe. hier bringt es mir nicht wirklich. Und hier muss ich erst unten kaputt machen. Das bedeutet, ich springe hier rüber. Darüber. Und dann sollte ich hier irgendwie mal hinkommen. Ja, das sieht gut aus. Zoom wieder weg, danke. Und jetzt mal hier oben ein bisschen lang hüpfen. Da ist die Kiste. Mit einem One-Up habe ich ja nicht irgendwie eine Handvoll schon gekauft. Die ich trotzdem nicht nutzen werde, weil ich verrückt bin. Trotz guter HP und SP-Regeneration, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt müssen wir hier nochmal hoch, um eben den anderen Pfad benutzen zu können. Und dann habe ich keine wirkliche Ahnung mehr, wie das mit den anderen Kisten war. Da habe ich auch noch nicht gut genug geguckt für... Was soll's. Jedenfalls hier können wir zumindest mal durch. Dann kommen wir hier an eine weitere goldene Kiste. Mit Gitterholz. I don't Gitterholz. Als eines uralten Baumes. Und ja... Wo kommt man sonst überhaupt noch hoch? Wo sind sonst überhaupt Kisten? Weil ich bin erst bei 4 von 6. Die Gegend ist schon ein bisschen verwirrend. Ja, natürlich, ich kann die Sachen gerne verkaufen. Weil das Ticket bringt nicht wirklich was, hat das Spiel uns gesagt. Außer halt ein Haufen Geld, wie man hier sieht. Also... Haufen ist gut, so ein One-Up war noch immer wesentlich teurer. Gut, nachdem ich sonst auch keinen großen Bock habe, hier ist alles so großartig durchzusuchen, gehen wir wieder zurück zur Tower Defense. Schlag den Highscore. Ja. Willkommen zur Verteidigungsproduktlinie der Geschützer AG. Hi, da sie unsere Bedrohung. Ja, 8 Geschützmarken kann ich gewinnen. Und möchte die Herausforderung nehmen. Was habe ich denn eigentlich überhaupt schon alles eingetauscht? Altholz habe ich mehr als genug. Habe ich noch keine Cross-Sandwiches oder habe ich die schon gegessen? Habe ich das Zeug nicht wirklich gefarmt hier? Egal, was soll's. Kostet ja nur 30 und 15. Das sollte ich recht schnell hinkriegen, vor allem wenn ich dann doch wieder mehr Runden mache, um eine bessere Leistung zu kriegen. So. Was?
Nea, was machst du? Also. Erstmal auf beiden Seiten aufmachen, eins. Und da wollen wir halbwegs symmetrisch arbeiten. Zunächst mal auf der Seite, da kommen die ersten Gegner. Ich will Schocker. Puh, da habe ich nochmal das Richtige genommen. Und auf der Seite will ich auch ein bisschen mehr dieser neutralen Geschütze machen. Auf der rechten Seite werden wir zwei lang. Hier möchte ich lieber drei machen. Aber erstmal sollte ich mich darum kümmern, dass ich hier überhaupt was Grundlegendes habe. Insofern hauen wir hier nochmal eine Welle hin. Und Dreier Special kann ich jetzt auch nutzen. Damit habe ich die Challenge ja noch nie gemacht. Mal gucken, wie es hinhaut. Problem an den Dreier Special ist halt, die ehren jetzt die halbe SP-Leiste mit 6 Stück. Das ist nicht ganz so einfach. Treffe ich den Turm hier schon mal? Da kommen noch mehr. Okay. Ja, nehmen wir den hier. Ich habe nicht genug Energie. Oh nein. Aber die linke Seite sollte eigentlich gut genug versorgt sein. Und wenn nicht, wir sehen die Gegner erstmal hier nochmal vorbeikommen. Lass mich doch in Frieden. So. Weg mit dir. Abgesehen davon, dass ich das falsche Element genommen habe. Was soll's. Da haben wir hier nochmal einen auf. Wir sehen uns gleich wieder. Denn ich wollte das eigentlich nicht. Einfach das falsche Element genommen, ne? Feuer und Eis ist sowas von leicht zu unterscheiden. Und dann stelle ich mich hier so doof mit Schock und Welle an. Einmal Schock. Ah. Nicht die Farbe, die dort abgebildet ist. So, einmal hier aufladen. Wir wollen hier die Welle haben. Dann kommen erst bei hier welche. So war das doch. Dann machen wir hier nochmal eine Welle. Da kommen sie ja. Gehen wir auf die andere Seite mal. Dann laden wir hier einen Turm weiter hinten auf. Und dann... Ich glaube, wir haben hier aufgeräumt. So. Dann will ich den Turm aktivieren. An dem komme ich jetzt eh nicht wirklich vorbei. Dann nehmen wir hier den noch. Auf der Seite haben wir jetzt genug neutral aufgestellt. Hier drüben will ich noch einen machen. Ah, kommen gleich welche. So, und jetzt will ich nur noch mit Elementen hier arbeiten. Links kommen gefühlt etwas mehr, dafür kommen rechts die theoretisch etwas stärkeren Bisons da. Es sei denn, man greift sie ordentlich von hinten an und schon sind sie im Eimer.
So. Machen wir mal mehr Bälle hier hin. So. Und dann kann man hier auf der anderen Seite wieder weitermachen. Jetzt so ein bisschen Schock. Nehmen wir den hier mal. So. Kann man hier vorne mal ein bisschen weiter aufstellen. Aber die Gegner kommen hier noch nicht wirklich weit. Jetzt habe ich zwar mehr die linke Seite aufgefüllt, allerdings kann ich mich dafür eben jetzt auch besser um die rechte kümmern. Specialized ist voll, das heißt, da kann ich gerne mal ein bisschen aufbauen. Ist vielleicht ein bisschen doof, dass ich die Heilprojektile genommen habe, weil die sind nicht ganz so nützlich in dem Fall. Ui. So. Wie geht's euch da drüben? Da will man sowieso eher weniger kämpfen, weil die mehr Projektile zu bieten haben. Was immer so ein bisschen nervig ist. Nee, das sollte ich nicht wirklich gut überstehen. Oh, ein Bison. Na, wie geht's euch so? Die sind auch schon alle weg. Welche Welle ist denn das eigentlich mittlerweile? Welle 6? Na gut, bevor ich die Türme versehentlich mit irgendwas Falschen aktiviere, mache ich die schon mal an. Auch wenn ich ja eigentlich lieber die stärkeren Türme haben möchte. Ach, der ist auch noch down. Okay. Okay, damit sollten wir jetzt eigentlich hier gut genug ausgerüstet sein, um bis Welle 10 zu kommen. Möglicherweise sogar noch mehr. Ein Dutzend wäre schon ganz nett. Na komm, mach deinen Angriff. Kann ich hier draufhauen? Ach so, ja, gut. Was ist da drüben eigentlich los? Ich höre jede Menge Geschepper, aber da ist niemand mehr. Niemals mehr. wir sind einfach gut genug ausgerüstet, um die 8. Welle problemlos auch noch zu überstehen. Und ja, Welle 10 und fortfolgende wird dann etwas spannender. Außerdem habe ich ja noch diesen tollen Schock-Special. Mit dem kann ich hier sehr leicht aufräumen, falls die mal zu nahe kommen sollten. Der Schock haut ja auch relativ weit. Vielleicht könnte man es ein bisschen besser aufbauen können, dass man das hier eher noch eine Welle in den Schock macht und das hier eher eine Welle. Weil die Gegner. Die Gegner treffen sie dann eigentlich eher, aber. Ja, ist recht unterschiedlich. So. Ich will hier nicht runter. Komm her. Oh, komm halt nicht her. Zwischendurch heilen ist vielleicht auch eine sinnvolle Sache. Ein kleines Heil-Sandwich für zwischendurch. Brauchen wir uns ja nicht voll heilen. Und weiter draufballern hier. Hauptsache ich lade meine Leiste auf.
Okay. Wie geht's euch so? Geht so. Lass mich hier ein bisschen weg. Schön in den Arsch schießen. Auf. 1000 Punkte haben wir schon. Welle 9. Und dann geht uns langsam die Power aus. Welle wollen wir. Und dann mehr auf die andere Seite. Er ist hier so. Oh. Guten Tag, der Herr. Lass mich hier weg. Ich habe einen weiteren Bison gesehen. Die Türme sind besser geworden. Hervorragend. Kommst du mal kurz her? Auch mal kurz her. Der kommt da noch. Kriegt alle eins auf die Mütze. Hehe. Welle ziehen. Und dann wird's spannend. Nur diese wilde Haufen hier an. Ich komme schon nicht mehr durch die Schilde durch. Hier mal einmal ein Chef-Sandwich mitnehmen. Okay, ich habe ja aufgeräumt. Das ist schon mal gut. Ich hoffe mal, ich habe getroffen damit. Ja, das sah gut aus. Und vor allem hat es sich gut angehört. Die Türme sind noch mal stärker geworden. Okay, fast alles durcheinander genommen. Durcheinander. Ich hätte nichts zum Aufladen, das ist die Sache. Das heißt, diese Welle schaffe ich noch mit gut Glück. Mistviech. Egal, was soll's. Es langt. Will ich nochmal. Oder ich will schon mal gucken, ob ich noch was Besseres hinkriege. 30 Geschützmarken. Damit kann ich mir eigentlich schon das eine Ding kaufen. Nämlich, ein Cross-Sandwich. Und himmlisches Mahl. Ja, gut. Dann mache ich da noch ein bisschen, wenn es denn sein muss. Bis zum nächsten Mal. Schuss! Ich sammle das Zeug eh nur.